So könnt ihr alle Fahrzeuge aus neuen DLC selber modden, Leute! Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch schon mal zu bitten, einen fetten Like zu lassen und steht jetzt wieder euren Freunden vor, der Glitch gepatcht ist. Also sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr erstmal hier ganz klassisch eine LSK-Mitgliedschaft, ganz wichtig. Davon abgesehen braucht ihr für diesen Glitch auch noch das Fahrzeug, was ihr gerne modden wollt. Klar, ihr braucht auch für diesen Glitch ein Fahrzeug, was schon die ganzen krassen gemoddeten Tuning-Teile hat, also das Geberauto oder beziehungsweise Spenderauto, am besten mit Bennys Felgen oder Formel 1, ihr wisst, was ich meine. Davon abgesehen braucht ihr für diesen Glitch auch noch die Möglichkeit, CEO zu werden, da wir hier den Buzzard brauchen. Aber es geht natürlich auch das Barrel von U-Boot, falls ihr das habt. Davon abgesehen müsst ihr für diesen Glitch auch noch die Yacht besitzen. Und zu guter Letzt, klar, braucht ihr für diesen Glitch einen Freund, der euch für diesen Glitch unterstützt. Habt das Ganze sehr gut. Dann fangen wir mit dem Glitch an. Als erstes seid ihr beide in irgendeiner GTA Online-Sitzung. Meine Empfehlung, macht das Ganze in einer Freundessitzung. Denn als erstes trefft ihr euch jetzt beim LSK-Meet. Wichtig, ihr fahrt jetzt mit dem Fahrzeug zum LSK-Meet, was schon die ganzen gemoddeten Tuning-Teile hat. Zum Beispiel hier das Fahrzeug hier. Also in meinem Beispiel hier ein Fahrzeug mit Formel 1 Felgen und krasser Lackierung. Gut, seid ihr beide jetzt hier drinnen, kommt euer Freund jetzt zu euch, zu eurem Auto und setzt euch jetzt in euer Fahrzeug rein. Sitzt euer Freund im Fahrzeug drinnen, dann lädt euer Freund jetzt euch zum Sprintrennen ein und ihr nimmt an. Jetzt läuft hier unten rechts die Zeit ab. Ihr öffnet jetzt das Interaktionsmenü, geht auf Fahrzeugverwaltung und geht dann jetzt auf Fahrzeugwiedereinlage. Aber noch nicht drücken, denn ihr müsst so gesehen darauf drücken, wenn die Zeit von 3 Sekunden auf 2 Sekunden stößt. Denn dadurch kickt ihr euren Freund aus eurem Fahrzeug raus, weil ihr es ja wieder einlagert. Habt ihr das Ganze geschafft, dann seid ihr in einem gewissen Modus drin, denn euer Fahrzeug ist weg, ihr habt keine Minimap mehr und euer Freund ist endlich ein Blackscreen. Habt ihr die ganzen Sachen? Sehr gut, dann habt ihr das Timing hinbekommen, wunderbar, können wir weitermachen. Als nächstes bestellt ihr euer Fahrzeug wieder zurück, damit ihr es habt, also sprich Interaktionsmenü, Fahrzeug und Fahrzeug wieder anfordern. Dann geht es im LSK-Meet zu dieser Frau, denn wir müssen jetzt hier unser eigenes privates LSK-Meet kaufen für 50.000 Dollar. Habt ihr das LSK-Meet gekauft, dann spawnen wir auf einmal im Sprintrennen. Sind im Sprintrennen gespawnt und ist auch gestartet, dann müssen wir jetzt unseren Bot beitreten. In meinem Fall, weil ich PS5 bin, ist es Anavag 1P5. Eurobot-Namen, by the way, findet ihr in den Kommentaren, also checkt's mal ab. Gut, habt ihr auch einen Bot gefunden, dann treten wir jetzt einfach bei und bestätigen jede Meldung mit X. Habt ihr es ganz gemacht, werdet ihr merken, dass das Sprintrennen wieder abgebrochen ist und wir können es wieder zurückfahren zum LSK-Meet. Wichtig an dieser Stelle, wir fahren ins öffentliche LSK-Meet und nicht ins private. Kurz sind wir ins LSK-Meet angekommen, dann müssen wir jetzt zu unserem Freund gehen. Denn wir machen so gesehen das, was wir eben gemacht haben im LSK-Meet, nochmal nur genau andersrum. Sprich, wir laufen jetzt zu unserem Freund und steigen jetzt ins Fahrzeug an von unserem Freund. Wichtig, wenn ihr könnt, an dieser Stelle registriert euch jetzt als CEO. Habt ihr euch jetzt als CEO registriert oder nicht? Danach laden wir unseren Freund jetzt ins Sprintrennen ein. Dafür öffnen wir das Interaktionsmenü wieder, gehen auf LSK-Meet und Sprintrennen. Euer Freund akzeptiert wieder. Diesmal muss euer Freund das Fahrzeug wieder einlagern, wenn der Zeiger von 3 auf 2 Sekunden springt. Wenn das Ganze funktioniert hat, müsste für euer Freund das Fahrzeug weg sein und ihr seid im endlichen Ladescreen. Sehr gut, ist das passiert, dann kann euer Freund das Fahrzeug wieder anfordern. Aber danach wartet er erstmal. Denn jetzt müssen wir hier ein paar andere Schritte machen. Denn als nächstes müssen wir jetzt hier wieder unseren Bot suchen. In meinem Fall, wie gesagt, Anavag 1B5, Eurobot in den Kommentaren immer noch, checkt es mal ab. Denn jetzt müssen wir unserem Bot beitreten. Die erste Meldung akzentieren wir mit X, die zweite Meldung aber brechen wir mit Kreis ab. Dadurch spawnen wir tatsächlich jetzt außerhalb des LSK-Meets. Haben so eine verbackte Ansicht. Aber ist auch völlig in Ordnung, denn als nächstes müssen wir uns selber umbringen. Dafür drücken wir jetzt Option, Online-Option und Selbstmord für 500 Dollar. Haben wir das wiederum gemacht, fordern wir jetzt den Helikopter an. Wie gesagt, ihr könnt es über CEO, den Buzzard anfordern. In meinem Fall habe ich tatsächlich in der Aufnahme vergessen, mich CEO zu machen. Da ich aber das U-Boot besitze, habe ich mir einfach den Sparrow geholt. Funktioniert genauso. Habt ihr den Helikopter bestellt und es auch geliefert worden, dann steigt ihr dort ein und fliegt es erstmal in die Luft, damit der Helikopter nicht kaputt geht. Seid ihr in der Luft angekommen, dann könnt ihr jetzt eurem Freund sagen, ey yo, bitte kauft ein privates LSK-Meet für 50k. Hat euer Freund das gemacht, werdet ihr merken, dass das Sprint dann auf einmal startet und ihr den Zeiger habt 3, 2, 1, go. Aber ihr seid im Helikopter. Dann als nächstes müssen wir tatsächlich jetzt einfach zur Yacht fliegen. Sind wir bei unserer Yacht angekommen, rufen diesen Kapitän an und fordern das Fahrzeug an, was sie gerne modden wollen. In meinem Fall ist das sicher hier ein neues Fahrzeug aus dem DLC, was noch nicht veröffentlicht ist.
Und wenn das Fahrzeug geliefert wurde, das erkennt ihr an der Minimap, an Fahrzeug-Icon, dann respawnen wir einfach, indem wir ganz Zeit Dreieck gedrückt halten. Und zack, boom, bam, Leute, wir haben ein gemortetes Fahrzeug. Wie geil ist das denn? Aber halt, Leute, das Fahrzeug ist noch nicht abgespeichert. Damit ihr das Fahrzeug abspeichern könnt, muss jetzt euer Freund einfach die Sitzung verlassen oder GTA schließen, damit das Sprintrennen abgebrochen wird. Wurde das Sprintrennen abgebrochen, dann fahren wir jetzt hier zu RS Customs und tunen irgendwas um. By the way, Leute, falls ihr hier an dieser Stelle ein Polizeiauto merchen bzw. modden wollt, dann könnt ihr es natürlich nicht im RS Customs abspeichern. Dafür braucht ihr wiederum die Avenger oder ein MOC mit einer Fahrzeugwerkstatt hinten drinne, damit ihr es abspeichern könnt bzw. umtunen könnt. Gut, sind wir in unserem Fall im RS Customs angekommen, haben irgendwas umgetunt, dann würde ich euch nochmal wirklich empfehlen auszusteigen und dann Outfit zu wechseln, just in case, damit es wirklich abgespeichert ist. Denn unten rechts habt ihr diese orangene Ladeschnecke, wenn die weg ist, perfekt, dann startet ihr jetzt auch GTA neu. Und wenn ihr GTA neu gestartet habt, werdet ihr merken, boom, das Fahrzeug ist noch da, das bedeutet, es hat wunderbar funktioniert. Wenn ihr nochmal weitere Fahrzeuge merchen bzw. modden wollt, dann müsst ihr das Ganze einfach wieder von vorne machen. Aber Leute, ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt, haut es in die Kommentare, ich bin raus, euer Mod. Ciao.